Das ist Radio Stadtfilter und was wir hier im Hintergrund hören, ist die Amsterdam Klezmer Band, genau und so. Und für alle die jetzt denken, hey, der Weltempfänger käme heute Abend zweimal, die kann ich beruhigen, bleibt dran, es gibt in Kürze nämlich etwas ganz anderes. Stellt euch vor, jede Woche eine Sendung auf Radio Stadtfilter. Also nicht irgendwie auf Radio Flop oder auf so einem anderen kommerziellen Sender, sondern bei uns hier mit institutionalisiertem Qualitätsmanagement und das 250 Mal im Spannungsfeld irgendwo zwischen Hipster-Apple-Jünger und nerdigen 4chan-Jungs. Sie haben es geschafft, digital. Wir gratulieren zur 250. Sendung und um sich ein entlasten, haben wir sie aus dem Studio verjagt ab in die Beiz. Dort sind sie jetzt im La Cima und ich nehme euch für das Publikum dorthin mit. It's La Cima. Oh, vielen Dank für die Begrüßung. Only the good day young, sagt man ja. Wenn das stimmen würde, dann müsste das Digitalmagazin wahnsinnig schlecht sein. Und unsere klassische Jingle? Nein, sie kommen. Digital, von A wie Apple, bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt. Ich habe schon gedacht, wir ziehen den alten Running Gag mit dem nicht funktionierenden Jingle auch durch heute. Aber nein, am 10. März, wenn ich in die Vergangenheit zurückschaue, 2009 haben wir angefangen und bis heute durchgehalten. Das feiern wir heute, oder Kevin? Das feiern wir heute, absolut. Und auch der Maggie ist da. Hallo miteinander. Weil wir haben Grund zum Feiern, wir sind nicht von einem Mob von tobenden Apple-Fans, wie soll ich sagen, gelüncht worden, wenn wir das Studio verlassen haben. Wir haben es auch mit den richtigen Nerds uns nicht so richtig verdorben. Das hat niemand erwartet und wir am allerwenigsten. Und darum feiern wir heute das unerwartete Jubiläum, das hier stattfindet. Wir sind auf Gas. Der Lukas Braun hat schon gesagt, wir senden heute live aus dem La Cima da zu Winterthur mit Bier und wir haben dann auch noch etwas zum Anstoßen bekommen, zwei Flaschen. Yeah. Und ich finde es schön, dass ihr da seid, mit uns feiert. Und ja. Und wie soll man sagen, ich muss glaube die Leute noch mal richtig vorstellen. Da ist der Ali. Sir Kevin, der Versatile, der Vielfältige. Das bist du. Das bin ich, hallo miteinander. Und dann haben wir da den Sir Maggie, der Programmatische, könnte man sagen. Ja, hallo. Wir haben schon das erste Twitter-Bild bekommen von heute. Wirklich? Das habe ich vorher mal oder nein. Du bist drauf, das kannst nicht Dann kann ich es nicht sein. Wir können nicht senden und Selfies verschicken, nein. So gut sind wir noch nicht. Das schaffen wir nicht. Vom Marcel. Der Marcel, genau. Ich glaube, der hat das über unsere Twinty-Bar. Es gibt ja noch die Twitter-Veranstaltung, wo wir dann gefunden haben, die Twitterer, die heute Lust hätten zum kommen, die sollen auch noch gerade kommen. Und da sind sie. Sie twittern, wie sich das gehört. Und ich habe, glaube meinen Namen noch nicht gesagt. Ich bin der Junker Matthias, der Plaudertäschige. Jetzt, was bleibt denn nach 250 Sendungen? Ist das einfach so wie ein monotoner Strom von ereignislosen Sendungen uns vorbeizogen? Oder gibt es Highlights, die wir müssten erwähnen? Was ist euch geblieben? Die grössten Pannen. Jingles, die nicht laufen. Ja, genau. Das sind immer die letzten Pannen, die bleiben. Das ist so. Ja. Alles andere verdrängst oder vergisst. Unsere Sendung hier ist ja Hals über Kopf entstanden. Ich glaube, wir haben keine Woche Zeit gehabt, zum Vorbereiten. Ist das so? Das ist, glaube ich, so gewesen, ja. Weil irgendwie hat es dann in diesem Programmplan, erinnere ich mich noch, hat irgendjemand ein Digitalmagazin eingeschrieben. Und dann bin ich mal an so einer Sitzung gewesen. Das ist, kann aber nicht viel mehr wie eine Woche vorher gewesen sein, bevor es eigentlich mit dem Sendebetrieb losgegangen ist. Und dann hat es irgendwie noch so ein bisschen Leute gebraucht, die das hätten sollen machen. Und dann haben wir uns gemeldet. Warum, Kevin, hast du gefunden, machst du da mit? Weil ich bei allem finde, ich mache da mal mit. Du bist einfach, genau, du bist extrem vielseitig. Ich mache einfach irgendetwas, darum bin ich da. Aber du hast ja dann doch durchgehebt. Es muss ja dann doch etwas nach dich gegeben haben, an dieser Veranstaltung. Ich finde euch wahrscheinlich noch leise. Wahrscheinlich. Wenn wir gerade einen guten Lauf haben. Und Maggie, warum hast denn du hast mal einfach Programmcode im Radio vorlesen Ich weiss es im Fall wirklich, ich weiss gar nicht mehr, wie wir dazu gekommen sind.
Ich auch nicht. Wir sind einfach da. Ich meine, 250 Sendungen. Du weißt nicht, wie das anfängt. Es saugt ihm also rein und dann... Dann ist es dann einfach so. Ja. Also, ihr merkt schon, mit der Vergangenheitsbewältigung können wir da an dieser Stelle nicht weiter. Das haben wir entweder verdrängt oder es hat sich einfach so ergeben. Glückliche Fügung, könnte man wahrscheinlich auch sagen. Und dann frage ich aber trotzdem, wie sind ihr denn, wenn nicht schon zum Digitalmagazin, so zu den Computerei gekommen? Kevin, wann war dein erster Kontakt mit diesen wunderbaren Zauberkisten, wo man irgendetwas einstopfen kann? Das ist irgendwann, ich glaube, 5. oder 6. Klasse mit einem Mac, mit einem schönen Schwarz-Weiß-Bildschirm hat das angefangen. Das war recht nice. Ich konnte nichts mit dem machen. Aber ich hatte Freude an dem. Und nachher hat es ein Pentium 100 gegeben. Mit einem 17 Zoll Röhrenmonitor. Und was hast denn du mit dem gemacht? So Klassiker. Solitär. Solitär. Genau. Also ich glaube wahrscheinlich schon auch, meine intensivste Computerbegegnung war schon solitär gewesen. Aber ich muss mich da wahrscheinlich outen. Ich bin dann in dem Moment ein bisschen älter wie du, weil meine erste Begegnung war mit dem Brotkasten, gewesen, mit dem C64. Ich weiss nicht mehr genau, wann das war, aber der ist ja irgendwann 1982. Hat es den dann gegeben und der ist bis 1994 produziert worden. Also es müsste irgendwann so in den 80er Jahren gewesen sein. Und mein Freund dort zumal aus der Primarschule oder Sek hat den gehabt und der hat einfach so Spiele drauf gemacht. Und ich habe mich aber sofort aufs Basic gestürzt und gefunden, so fertige Spiele machen kann ja jeder, aber selber irgendeinen Brunz programmieren ist ja dann die Herausforderung. Und Maggie, du hast ja dann so ein Erlebnis einmal gehabt, weil du bist ja dann auch noch sogar zum Programmierer geworden. Gut, das war recht viel später gewesen. Aber ich habe auch mit dem C64 angefangen. Also mein Vater hat so einen Panikkauf gemacht für mich, weil ich angefangen habe, so im Geschäft mit seinen Computern rumzuspielen. Ich habe dann ein bisschen Angst bekommen. Ah, und du hast dann so DOS-Befehl ausprobiert, ich wie glaube, Format es auch C und einen so. Alten Mac gehabt, dort im Büro irgendwie. Ich bin nicht ganz sicher. Also das war rein aus Selbstschutz, gewesen, wo er dann hat gefunden hat, man muss dem Bub etwas richtig zu spielen geben. Ja. Und was hast denn du damit gemacht? Also ich habe schon vor allem gespielt, jetzt mal. Ja. Lang, meine. So. Und wann bist du dann auf die Idee gekommen, selber zu programmieren? Ich glaube, das hat im Fall relativ spät angefangen. Also, ich würde sogar sagen, im Zivildienst habe ich richtig angefangen zu programmieren. Weil du dort einfach Zeit gehabt hast? Auf was für ein Gerät dann dort? Ja, das war irgendwie einfach so. Irgendeine Windows-Maschine gewesen, wo ich eigentlich angefangen habe. Mein Vorgänger, der war ein ausgebildeter Programmierer gewesen, und der hat angefangen, eine Bibliothek zu programmieren für die Drogenberatungsstelle zu Winterthur. Und irgendwann hat er aufgehört und die Bibliothek ist aber noch nicht mal richtig angefangen gewesen. Und dann gefunden, ich soll weitermachen. Und so bin ich dann dazugekommen. Und dann hast du so quasi die offizielle Zivilschutz... Zivildienst. Entschuldigung, genau, das muss man unterscheiden. Ja, aber ja. Die Anwendung ist wahrscheinlich heute noch im Betrieb. Schätze. Das weiss ich nicht. Jetzt muss ich schnell... Ich habe, glaube ich, den Raul René Melzer gesehen. Er hört nicht zu. Er hört nicht zu. Er ist einfach da. Er ist da. Doch, jetzt Grüezi. Kann man... Er ist ja ein Veteran von dieser Veranstaltung. Und also du dürftest dich dazu gesellen, wenn du willst. Könntest du schon mal schnell mein Mikrofon abgeben? Und hallo zusammen. Grüezi. Genau, du bist ein Veteran. Du bist dann mal auf der Strecke geblieben, muss man so sagen. Du bist kann man so sagen, ja. Ein Opfer von uns. Ja, nicht nur von ihm. Von den Umständen. Berufliche Umstände hat zu gut dazugewirkt, sagen wir es mal so. Aber eben, es ist natürlich dann das Digitalmagazin hat schon angelassen, das muss man schon sagen. Tja, wirklich, wenn ihr Glück habt, könnt ihr mich noch überreden. Ah, okay, das probieren wir dann nachher, wenn dann die Aftershow anfängt. Die Faszination für die Digitalwelt, ist denn die umgebrochen? Kevin, wir haben sie schon angedeutet, du machst ganz viele andere Sachen. Du fotografierst, du bist Kinobetreiber, du bist werdender Eheberater, du hast ganz viel Standbein. Ich frage jetzt nicht, ob du bei den anderen auch einfach so reingerutscht bist oder ob dann das Berufung ist dort. Aber trotzdem die Frage, ist dann die Faszination fürs Digitale immer noch umgebrochen oder wird es so langsam langweilig? Langweilig wird es nicht, aber ich glaube, ich habe sehr teilweise eine pragmatische Ansicht von dem Ganzen. Ich tue nicht wahnsinnig gerne viel ausprobieren, sondern ich muss es einfach
irgendwie laufen. Ich finde Tools unläs, aber wenn ich jetzt so eine Uhr anschaue, die man jetzt haben kann, der Mäge hat und die läuft, nicht immer, dann würde mich das schon ein bisschen belasten. Und dann hätte ich keine Lust mehr zum Ausprobieren. Das ist so. Ich tue... Läuft sie dann nicht immer oder läuft sie meistens, deine Pebble Mäge? Meistens. Also mit Android ist das noch ein bisschen schwierig, aber sie läuft meistens. Also wir haben ja auch schon die Diskussion gehabt, wer ist eigentlich ein Nerd, und der Kevin hat immer gesagt, er ist kein Nerd, er ist der Pragmatiker in dieser Show, und ich glaube, da müssen wir dir recht geben, du hast... Nerds sind dann wir, also ich und Maggie, das haben wir immer noch nicht geklärt, glaube ich, bis heute. Bist du ein Nerd oder tust du noch so? Kann man das selber sagen? Ist das, wird man da nicht von außen abgestempelt oder nicht? Du musst dich jetzt selber beurteilen und dann ja, also schauen wir mal, was passiert. Ich finde es immer ein schwierig mit diesen Wörtern, aber grundsätzlich habe ich mega Spass an der Technik und probiere eigentlich ziemlich alles aus, was ich kann. Von dem her kann man ja das wahrscheinlich so definieren. Aber eben, die Begriffe kommen ja eh, haben das nicht schon gehabt, mit dem Geek und den Du, nach 250 Sendungen haben wir alles schon gehabt. Ich ja, mit den lebendigen Tieressen und so. Irgendwie. Das haben wir nie gehabt. Lebendige Tieressen? Ich habe gemeint, das Wort hat... Geek sei irgendwie von Kunden oh, von irgendeinem alten Zirkus-Ding. Das kommt jetzt bekannt vor. So. Ja, das stimmt. Ja, ja. Und Nerd ist mir, glaube ich, nicht ganz einig, woher das kommt. Das etymologisch haben wir das jetzt noch nicht aufgearbeitet. Das können wir ja dann in einer der nächsten 250 Sendungen machen. Dann lassen wir uns vielleicht zurückführen, so in die Vergangenheit, so zur Wertung. Aber dann... Zu der ersten Sendung. Die erste Sendung. Die sehr chaotisch gewesen. Die könnt ihr immer noch nachlesen. Sind wir alle da? Nein, sind wir nicht alle da. Das ist der Raul René. Genau. Ja, ich war mit dem Matthias dort und dann haben wir dort, und ich habe mit Absicht, glaube ich, noch ein elektronisches Stück ab Vinyl genau. Laufen lassen, um ein bisschen protestieren. Also, ob wir da nicht schon überfordert genug gewesen wären, hat die Melzig gefunden, jetzt spielt er noch etwas ab Vinyl. Um was ist es gegangen in dieser Sendung? Es ist darum gegangen, dass wir, eben wir haben ja, durch das, dass wir erst drei Tage vorher angefangen haben, haben wir nicht so ein richtiges Konzept gehabt. Was er dann also zum Konzept geworden ist, genau. Und dann haben wir, glaube ich, einfach Musik gespielt, die mit dem Thema etwas zu tun hat. Ja, und ich habe so sehr schön nicht auf die Zeit geschaut, weiss ich noch. Und ich habe ein Thema angeschnitten, das ich irgendwie sehr interessant fand. Wir haben dann irgendwie 5 Minuten überzogen, das spielt ja keine Rolle, aber vor allem haben wir überzogen, weil der Matthias dann auch wieder das sehr gerne ausführlich erzählt hat. Aber es ist... Die anderen sind, glaube ich, ein bisschen schwitzen gekommen. Ich glaube, tendenziell liegt es meistens an mir, wenn wir überziehen. Aber das ist ein heikles Thema. Ich würde jetzt das lieber nicht... Ich wollte nicht dir Schuld geben. Ich sage nur bei dieser Sendung mal so entsprechend sagen. Die erste Sendung, wohl bemerkt. Also gut, wir haben jetzt, können wir sagen, 5 Jahre lang die technische Entwicklung begleitet. Was ragt dann raus? Ich glaube, wir können sagen, wir haben die Wertung... Der Aufstieg vom Mäge, wir nehmen das auch noch als Video auf und der Mäge dreht ja, ich gebe wenigstens Mühe, dass alle ein bisschen drauf sind. Er macht da Kameraführung. Ihr könnt dann das morgen oder übermorgen auf YouTube anschauen, wenn ihr wollt, die Sendung, auch als Video. Und wenn es euch schwindelig wird dabei, dann hat der Mäge die Kamera ein bisschen zu schnell gedreht. Also. Aha, ja, das muss man auch denken. Ah, das muss man auch denken. Ja. Das geht nicht, ist egal. Wir haben ja eben den Aufstieg vom Smartphone miterlebt, vom Tablet. Wir haben Social Media, ist glaube ich auch viel wichtiger jetzt heute wieder noch vor 5 Jahren. Was sind für euch so die Meilensteine von unserer Geschichte, zusammen mit der digitalen Geschichte? Ja, also für mich ist glaube ich schon, dass das Internet eigentlich omnipräsent ist, irgendwie, wo auch immer du bist. So. Glaub, und das ist schon dass es schnell geworden ist. Schnell und du hast eigentlich immer Zugang. Und ja. So. Das ist schon 5 Jahre, ist schon recht Unterschied. Das Tempo, das immer schneller wird, gibt's auch, hat sich bei euch im Einsatz von Technik etwas verändert? Also was immer mehr kommt, ist noch, mache ich nicht mehr einig. Es hat viel mehr Web-Apps gegeben als früher. Es ist immer mehr gekommen, dass man einfach viel mehr, was man früher auf Desktop gemacht hat, immer mehr aus aufs Web-App rausgegangen ist. Mittlerweile hat man sogar relativ einfache, also nicht mehr so einfache Grafikprogramme, die man sogar als Web-App kann benutzen kann. Also es ist da mittlerweile sehr weit vorgeschritten, was da auch von der Technologie vorgeschritten ist, was die Web von der Oberfläche, was die alles überhaupt kann alles machen. Nicht, was hinten auf dem Server läuft, sondern auch, was vorne im Browser selber drin läuft.
Das stimmt, glaube ich. Wir haben eben dann mit dem Aufstieg von den Smartphones und den Tablets und so dann auch den Aufstieg von den Apps erlebt, was dann damit zu tun hat, dass eben Informationen in diesen Apps hineingefangen sind. Ich glaube, das widerspricht auch so ein bisschen. Eigentlich habe ich jetzt mit Web-Apps gemeint. Also weißt du, Web-Applikationen, die man im Browser laufen lässt. Eben, genau. Aber du hast recht, Entschuldigung, noch ein Reinschritt, aber dass man auch... Sind wir uns gewöhnt. Jetzt muss ich da mal reinreden. Ja, was aber auch so ist, dass natürlich, dass auch... dass man das Internet als solches auch nicht mehr wirklich hat. Man hat das Internet als solches wirklich auch nicht mehr, sondern man hat es auch wirklich, wie du sagst, in der App gefangen. Man hat irgendwie eine App für das, App für das, App für das. Man ist zwar mit dem Internet verbunden, aber man hat gar keinen Browser mehr, vor allem auf dem Tablet oder Smartphone. Eben, man braucht weniger die Apps, man wird unabhängiger, wenn man von der Plattform, wenn alles einfach als Anwendung im Browser läuft, dann wird man flexibler. Ist unabhängiger, ja, wenn es noch richtig gemacht ist. Wir haben sicher, Google ist wahrscheinlich aufgestiegen, wenn man so ein bisschen über TUF und die Dominatoren reden möchte. Ja, und Apple natürlich. Apple ist aufgestiegen, aber steigt dann Apple jetzt schon wieder ab? Wir haben doch gesagt, wir wollen ein bisschen auch provozieren heute. Ist Apple auf dem absteigenden Ast? Also, ist wenn ich jetzt anschaue, wie viel Mal, dass du Apple kritisiert hast, die letzten eineinhalb Jahre oder so im Vergleich zu vorher, dann steige ich die ab. Eben, gell? Das ich habe so Striche gemacht. Wie lange geben wir noch? Nein, also ich weiss. Also jetzt müssen die iWatch bringen. Kevin, sag du etwas. Ich habe Ahnung. Prognose, bin ich schlecht. Das ist... Ich glaube, das ist so, wie Microsoft immer hier gesagt hat. Eben, auf Microsoft hätte ich gerade noch sprechen kommen, weil die lieben heute die machen jetzt wieder alle. Die sind seit Satya Nadella wieder neu, also seit Steve Ballmer abgetreten ist, der Satya Nadella auf der Bühne erschienen, lieben sie alle, weil jetzt gibt es Office für iPad. Und endlich hat Microsoft zugelassen, dass man wieder ein Startmenü hat. Wie glücklich sind wir doch alle. Also, das ist jetzt wieder ein heikles Thema, das du ansprichst. Aber du weißt, was ich ungefähr will, richtig das so geht, wo die Leute das trotzdem noch gerne haben, die alten Gewohnheiten, dass sie trotzdem wieder retten kommen. Du findest, so Unternehmen wie Microsoft müssten auf ihre Klienten hören, oder? Nicht nur Microsoft, alle von diesen grossen Unternehmen. Global. Aber ich verstehe es auch, dass ein Unternehmen sagt, so sehen wir als Bestes und jetzt haben die euch ein bisschen anzupassen. Wir müssen jetzt nicht meinen, ihr könnt jetzt immer die alte Söcke wieder anlegen, oder wie man es sagen oder? Also ich gehöre ja zu denen, die sagen, das Startmenü hätte man wirklich jetzt sollen in der Versenkung lassen, weil ich habe es noch nie gut gefunden und jetzt haben sie endlich... Nein, ich traue eigentlich insgeheim am Programmmanager nach. Okay. Ich glaube, das ist eine Sache von Gewöhnung und auch die Handhabung, das ist so eine Sache, wie man es gerne hat und man gewöhnt, und der Mensch ist ein Gewohnheitstier, aber man kann es schnell sich an noch etwas umgewöhnen. Eben, aber Fortschritt entsteht ja nur dann, wenn man sich von alten Gewohnheiten löst. Genau. Sagt, jetzt lässt man sich auf etwas Neues ein. Genau. Und darum sage ich, dort müsste man auch nicht zu viel auf Benutzer hören, sondern etwas durchdrücken, mal sagen. Also ich würde sagen, nicht nur auf Benutzer hören, aber auch. Also es ist so eine Gratwanderung. Also man kann es nicht sagen, das ist richtig, das ist falsch. Ein bisschen arrogant, aber nicht allzu sehr. Haben wir dann auch wahnsinnige Fehleinschätzungen getätigt so in den letzten 5 Jahren? Irgendjemand neu mit Google Wave haben wir gesagt, das wird das Geilste, was gibt. Das wird und dann, grossartig. Dann ist es verschwunden. 3 Monate später. Fällt euch sonst noch etwas ein? Mir ist aber gar nicht so bewusst, dass wir so grosse Prognosen gemacht haben. Nein, wir haben sie bei mir. Mich nervt das eigentlich immer so. Die anderen Podcasts. Also gut, du kritisierst jetzt da eigentlich mein Konzept von dieser Sendung. Über was willst du gerne reden, Megan? Ja, jetzt bringst du mir natürlich extreme Verlegenheit. Was jetzt... Wir reden einfach über die Vergangenheit. Also gut, ja. Aber eben, ich meine, wir tun ja Prognosen von der Zukunft an der Vergangenheit. Aber ich meine auch, man kann ja auch nicht unbedingt nur die Zukunft falsch einschätzen, sondern auch die Gegenwart. Man kann die Vergangenheit falsch interpretieren. Ja, man kann einfach einen Mist erzählen, auf Deutsch gesagt. Nehmen wir das machen wir schon ab und zu. Das oder? Ist gut, Mist erzählen. Was gehört von der Vergangenheit? Oder allgemein? Allgemein. Okay. Also du meinst so, das Frisch von der Leber weg gehört auch ein bisschen zu dieser Sendung? Seit 250 Sendungen, ja. Was nehmen wir uns dann trotzdem, auch wenn die Prognosen schwierig sind, was nehmen wir dann uns jetzt für die nächsten 250 Sendungen vor? Machen wir alles besser? Ja.
Was würden wir denn für Sendung? Ja, es wäre blöd, wenn nicht. Ja, also wenn wäre das Ziel, oder? Vielleicht müsste man die Diskussion noch ein bisschen eröffnen, noch ein bisschen das Publikum dazu nehmen. Will jemand sagen, was wir in den nächsten 250 Sendungen besser müssten machen? Dana sitzt so still neben dabei. Hat irgendjemand unsere Sendung schon mal gehört? Dana hat, aber sie will nichts dazu sagen. Also wegen dem Hören muss ich dazu sagen, ich bin auch schon in einer Firma angesprochen worden, ob ich dort, wo ich noch aktiv dabei war, ne? Ob ich nicht einer von denen sage, der auch im Digital mitmache. Wo er den Namen gehört hat, hat er gerade den entsprechenden Kunden gewusst, wer ich bin. Und hat er das eher gut gefunden oder hat er dich dann so ein bisschen schwer angeschaut? Nein, er hat es gut gefunden, er ist selber aus der IT. Also. Also dann doch irgendwie nicht ganz inkompetent. Ich hatte letztens auch ein überraschendes Erlebnis gehabt. Da bin ich wo ist denn das gewesen? Ich glaube, nein, ich muss ja nicht genau sagen. Ich bin einfach zu einem Laden ausgelaufen, da zu Winterthur. Und dann hat einer mich so angeschaut und hat gesagt, bist du der Matthias? Und dann hat gesagt, ja, doch. Und dann hat er gesagt, ja, er hörte ja mich Stadtfilter. Und dann habe ich mich erst hinten drin dummerweise gefragt, woher denn der mich erkannt hat. So. Aber nicht vom Bild vom Stadtfilter. Ich würde sagen, das Bild war irgendwo anders gewesen. Ja, irgendwie, das sind dann die Mysterien. Aber das hat vielleicht auch etwas mit sozialen Medien zu tun und so, dass sicher auch, aber sicher auch mit einer Tageszeitung. Meinst du? Könnte die eventuell sein. Es gibt vielleicht die Möglichkeit, dort so einen Kurzschluss zu machen. Was wäre denn euer Traum so? Wenn wir jetzt, sagen wir, unbegrenzte Ressourcen hätten, könnten machen, was wir wollen, wie würde dann das Digitalmagazin aussehen? Nicht global, denke ich. Ja, ich hätte sogar hier ganz viele schöne Fotos. Ja, ich hätte gerne Hühner und Geissen. Ja, ich finde Hühner und Geissen mega leise. Ah. Aber es hat nichts mit dem Digitalmagazin also, zu tun. Also, das ist dann... das ist mein Traum, global, denke ich. Und die tust du dann selber züchten? Ich weiss nicht, die sind dann einfach in meinem Garten. Aber du weisst schon, dass du die auch musst füttern ja, und Teier einsammeln. Züchten würde ich mich jetzt gerade überfordern. Aber und bei den Schafen musst du dann scheren und... Nein, sind Geissen. Ah, Geissen. Ja, yeah. Die kannst du auch, glaube ich. Gibt es nicht auch Geissen? Aber die musst du melken. Ah ja, genau, richtig. Und schlachten, würdest du dann auch schlachten? Wieso muss man die schlachten? Ja, ich kann das ist einfach lassen, bis tot umgekehrt und dann... Ja, dann sind sie zäh. Ich wollte sie nicht essen. Also. Ah, sie sind lustig. Mir fällt gerade ein, wenn man eigentlich unbegrenzte Möglichkeiten hätte. Wieso sollte man uns dann nicht ein Electric Sheep zutun, wenn er schon mal Geissen und Hühner gern hat? Das wäre auch eine Variante. Ist... Also, ihr wisst, auf was ich anspiele. Ich nicht. Nicht? Blade Runner. Der hat, also im Buch drin kommt es vor. Androids Dream of Electric Sheep heisst ja, genau. Im Original das Buch. Aber ich mag mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, was die elektrischen Schafe dann. Es ist ein künstliches Haustier, das er hat. Weil es eben kein Haus, glaube es gibt kein Tier mehr. Oder sie dürfen kein Tier halten. Irgendwie, aber so ist ja die leicht dystopische Zukunft dort in dem Roman wie auch Film. Das heisst, wir wären bei diesen Zukunftsfantasien, die wir letztes Mal waren. Also Google kauft so Firmen auf, wo eben so roboterähnliche Tiere oder so. Also sprich, Benzinmotor betriebene Hunde. Haben die, also Roboter, also passende Dynamics meinst du, die sie gekauft haben? Boston Dynamics, genau, ja. Das sind die gewesen. Das Rüstungsroboter tun die vor allem hauptsächlich herstellen. Aber man denkt schon, dass Google dann auch eine zivile Nutzung... Kevin, du willst... Die Rüstungsverträge. Genau, ja. Aber du willst dann doch lieber ein richtiges Tier. Ja, ich finde eben das auch noch leise. Nicht nur so, Computer. Zum Streicheln. Und wenn man Emotionen kennt, programmieren? Fände ich auch schwierig. Was machst du in dieser Sendung? Das weiss ich auch nicht. Ich bin gerne da, weil ich euch noch mag. Also, das ist doch... Was ist denn deine Vision für die Zukunft? Meine Vision ist schon, dass wir überrollt werden von künstlicher Intelligenz, dass wir, nicht mehr müssen, unsere Gedanken selber anstrengen, zum Beispiel, wann muss ich wo sein, dass ich so einen digitalen Assistent habe. Google Now. Ja, oder noch etwas besser. Natürlich. Die Frau von Microsoft hat jetzt auch so eine Frau, wo mir der Name empfohlen ist. Und es gibt sogar so ein Open-Source-Projekt, wenn es mir recht ist.
Wie heisst die Frau von dem Mob? Ich weiß es nicht mehr. Cordula. Irgend so etwas. Das ist ein lustiger Name. Das müssen wir noch. Consueda. Wir machen mal eine Sendung nur mit dieser Frau, die wir zu ihre Frage stellen. Das ist richtig geekig, einfach so eine digitale Frau anhimmeln. Und sonst, ja, ich glaube einfach, das Internet schreitet voran und wir werden immer noch abhängiger. Dann kommt wieder mal so eine NSA-Affäre, dann kommt wieder so ein Heartbleed-Bug her und dann müssen wir wieder schauen, wo wir, wie wir uns zurechtfinden. Oder es wird immer mehr, oder es wird teilweise im Lifestyle sein, oder die es sich leisten können, haben plötzlich den Lifestyle, dass es einfach plötzlich ohne Internet und möglichst minimale digitale Ausrüstung auskommt. Also du meinst Aussteiger, die Geissen züchten? Genau, aber auch Hühner im Garten haben und dass die dann einfach, also dass das teilweise so wie ein Luxusgut wird und wenn man das sich kann leisten, weil man irgendwie nicht irgendwie muss überall erreichbar sein oder irgendwie muss irgendwie digitale Assistent muss haben, weil man irgendwie immer noch kann schreiben oder wie auch immer in Zukunft aussieht, dann, also sprich eine Agenda bedienen, dann wird das vielleicht auch noch so eine Art Zukunft sein, denke ich mal. Also ich würde sagen, das versprechen wir jetzt, oder? Die 500. Sendung kommt ab Kevin im Hühnerhof. Ui, jetzt bin ich aber extrem gefordert. Und dann Videos machen. Tun wir das Spannungsfeld Natur und Technik tun wir dann voll zelebrieren. Wenn du ein Interview hast. Ja, also ich mache jetzt ganz einfach natürlich einen Voice-Coder oder einen Stimmcoder für die entsprechenden Tiere, wo man dann versteht, was sie sagen. Oder es wird gerade vom Hirn abgenommen. Es gibt ja schon mittlerweile so Hirnlesegeräte, so in dem Sinn. Wenn es noch ein bisschen weiterentwickelt ist, in ein paar Jahren ist ja schon gemacht. Das und ist dann sicher so. Nachher. Das wolltest du nicht. Ja, das wolltest du nicht. Ja, das sagt was dann auch sein wird, ist. So in dieser Art. Und dann sagt man, happy, dass man irgendwie das Büsse versteht. Und man merkt, was eigentlich das Büsse für wirklich eine dumme Katze ist, die eigentlich nur da ist, wie sie uns als Dosenöffner sieht. Genau, also wir haben jetzt an dieser Stelle das nicht geklärt. Ich würde sagen, wir bügen ein in Zielgeraden. Oder hat jemand jetzt noch etwas ganz wichtig zu sagen? Ich habe noch etwas nachzutragen. Ich habe letztens endlich herausgefunden, warum ich immer das Gefühl hatte, Bill Gates sei eigentlich ein wahnsinnig schlechter Programmierer. Ich habe das in diversen Sendungen behauptet, ohne den Beleg. Wegen seinem letzten Spiel? Nein. Also von links nach rechts gumpen und so. Also ich habe jetzt die Stelle gefunden und die stammt aus einem Buch, wo heisst irgendwie Barbarians led by Bill Gates. Das hat Herr Eller geschrieben und der hat dort wunderschöne Anekdoten drin. Und er beschreibt, dass er einmal so einen Code geschaut hat, wie das Windows hat dann in dem Paint-Programm hat er das Flat-Fill. Das kannst du irgendwo anklicken und dann füllt das Programm einen Bereich, der umschlossen ist von Linien. Und dann hat er das angeschaut und hat gefunden. Er hat das dann genannt, das sei ein brainless piece of crap. Und welcher Trottel hat das eigentlich geschrieben und dann hat das verbessert, hat das seinem Chef gezeigt. Hat der Bill Gates in sein Büro eingeholt und hat gesagt, schaut mal da, der Scheissdreck wird in diesem Unternehmen, wird so ein Mist produziert und programmiert. Wer hat den Scheiß programmiert? Bill Gates hat gefragt, ja, ist cool, funktioniert es dann immer? Kannst du beweisen, dass es funktioniert? Haben sie ein bisschen diskutiert und gefunden, ja, als Mathematiker sei es schwierig, das zu beweisen, aber er sei sich fast sicher, dass es immer funktioniert. Ist Bill Gates gewohnt, super, ist zum Büro ausgelaufen und hat sein Chef gesagt, weißt du, wer das programmiert hat? Der Bill Gates. Genau, der Bill Gates. Das war die lahme Pointe von dieser Sendung. Und das war es für heute. Ich kann euch beruhigen, diese Sendung oder eine Sendung in dieser Art gibt es erst in 5 Jahren wieder. Wenn ihr uns Verbesserungsvorschläge oder auch dürfen durchaus auch am Kevin zum Beispiel digital ein Stadtfilter. Wir dürfen ein paar Schafe programmieren und am Kevin gehen. Aber sagen, wie man es pflegt und so, dass die gut gedeihen. Und nächste Woche geht es um ein ganz anderes Thema, dann ist ja Kinderkulturwoche. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie man dann dem Nachwuchs den Einstieg ins Internet kann erleichtern. Bis dann sagen wir Ciao miteinander. Tschüss zusammen. Ciao zusammen. Und jetzt Ciao zusammen.
Wenn wir alle, muss jeder noch seinen Namen sagen, das vergessen wir immer. Mein Name ist Laurene Melzo. Ich bin der Maggie. Ich bin der Kevin. Und ich bin der Matthias. Und wir geben zurück ins Studio mit einem frenetischen Applaus. 001 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 Vielen Dank, vielen Dank. Keine Ahnung, das Dezimale habe ich einfach beim besten Willen nicht verstanden. Aber sie haben es gut gemacht und ich finde, so nach 250 Sendungen kann man sich so mal leisten, ein Schaf zu suchen zu tun und den Rest des Tages mit, weisst du so, Tablet-Hüllen-Filzen könntet ihr nachher aus eurer eigenen Schaffel. Egal. Weiter geht's hier mit Weltmusik. DJ Amrit ist am Start. Ich wünsche euch viel Vergnügen, bis sie 2 Stunden um die 10 nachher abgelöst wird vom Gary Germann. Die Sendung, die näher auf dem Plattenteller zu euch überschickt, die heisst Blow Up. Dort geht's vor allem, wer hat's gedacht? Gary Germann, Stichwort um Orgeln. Das also dann von 10 bis Mitternacht. Aber jetzt zuerst die Amrit. Viel Vergnügen mit Stadtfilter. Schönen Abend, macht's gut, habt Sorge.